Hey ho, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Yes, wir sind jetzt kurz vorm... Oh, ups, hätte ich ja schon zerstören können. Ah, egal. Hier ist wieder Zeitlupe angesagt. Geil, Mann. Vier muss man dafür... hat man eine Lade, so einen Balken für, aber hier kriege ich das kostenlos. So limitiert. Ah, diesen Scheißer. Ach, Mensch. Ruhe. Eigentlich sind die total unwichtig. Wartet mal, was haben wir hier rechts? Ich glaube, rechts geht es nicht weiter, oder? Das war jetzt dumm irgendwie. Hier geht's. Wir können auch schon mal gucken, was hier ist. Kleine Falle. Ja, weiter geht's hier halt nicht. Gut, können wir gucken. Ich glaube, hier müssen wir wieder die Speedboots haben. Das heißt auf Deutsch, Freunde, das können wir doch schon ganz gut herabsehen. Wir kommen hier nämlich nicht mehr zurück. Kriegen wir hier wahrscheinlich die Speedboots? Sehr wahrscheinlich. Oh, wie das hier ruckelt. Ey, ich verstehe das nicht. Warum macht der Emulator so einen Blödsinn, ey? Das habe ich sonst nie erlebt. So bei Emulatoren funktioniert das sonst immer alles ganz gut. Naja, ist egal. Wie gesagt, mich stört's ja nicht. Ne, hier brauchen wir die auch. Wir müssen oben lang. Ah. Perfekt. Augen auf. Okay. Freunde, es geht los. Ein bisschen Angst habe ich schon, ehrlich gesagt. Kann den manchmal nicht einschätzen. Okay. Ah, Gott. Also wir müssen... Könnt ihr euch noch an den ersten Quaid aus dem ersten Teil erinnern? Ach, scheiße. Das ist gar nicht zu vergleichen, oder? Stell mich doof an, ich weiß. So, jetzt wird er sauer, glaube ich, ja. Oh, verdammt. Concentration. Oh, verdammt, hat er mich getroffen. Upsala. Okay. Okay, muss mich ein bisschen konzentrieren, aber das, wir haben es gleich geschafft. Upsala. Ach ja, jetzt macht er das ja so. Den Rotz macht er jetzt. Verdammt. Jetzt muss ich auch noch perfekt springen. Oh, die Krallen. Nee, das war dumm. Autsch. Jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass ich hier verrecke. Blödsinn, ey. Mann! Ich treffe nicht. Oh, oh. Hallo, ey. Ich sterbe. Ich will nicht sterben. Was macht der denn? Oh, Mann. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, Mann, ey. Jetzt sind schon wieder die Muffensausen gekommen. Ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, wenn man das Let's Playt und dabei quatscht. Aber das sagt, glaube ich, jeder Let's Player. Allgemeine Ausrede. Aber es ist halt so, muss man so sagen. Oh, puh. Jetzt muss ich echt schon ein bisschen schwitzen. Okay. Was bekommen wir, Freunde? Jawolle! Speed Booster! Einer der geilsten Funktionen, um schnell voranzukommen. Überhaupt eine total geile Funktion. Ach, wartet mal. Auf Land tun wir uns auch noch schnell. Oh, da musst du aber viel aufladen. Normalerweise habe ich das auch mal viel eleganter gemacht, aber naja. Ich habe es aber auch noch nie auf dem Emulator gespielt, davon mal abgesehen. Muss man auch so sagen. Oh, ups, das war jetzt doof. Scheiße. Okay. Na los, geht alle down hier.
Das ausreicht? Ach, verdammt! Ich hab's mir schon gedacht. Ja, es muss ausreichen. Weil da ja eh schon... Oh, das war knapp. Yeah! Ich wollte einfach mal so tun, als ob... Ich hätte rein... Wie komme ich hier unten rein? Hä? Vielleicht schon hier aus? Mhm. Ist da ein Secret? Weiß ich gerade nicht, ich glaube nicht. Und ja, auch hier die berühmte dumme Mauer. Finde ich so lächerlich. Okay. Aber hier können wir uns diesmal auch anhand von den Monstern hochschießen. Und vorhin hier können wir schräg schießen. Das ist auch. Hallo. Hm. Hier können wir, wie gesagt, schräg schießen. Und die Dinger schmeißen uns nicht runter. Und hier müsste eigentlich auch noch... Wartet mal. Ja, okay. Müsste auch noch was sein, oder? Hätte ich mich durchballern müssen, oder? Warte mal kurz. Ey! Ist nicht dein Ernst jetzt? Warte mal, ich kann das auch anders machen. Moment, ich muss mal ein bisschen weiter hier. So... Hä? Was ist denn jetzt los? Komm ich da nicht mal hoch hier, oder was? Boah, ey. Hier brauche ich nämlich Dings, wa? Nö. Aber hier ist, glaube ich, noch was, oder? Mir war so. Boah, scheiße. Ich stelle mich schon wieder zu doof an. Okay. Es gibt mir mal ein bisschen, ganz leicht bisschen Boost hier. Okay. Und nur noch einmal und das reicht. Perfekt, bin ja schon voll. Mann, Kackvieh. Oh, hier gibt es einen Weg nach rechts. Das ist mir aber neu. Ach so, ja. Genau, deswegen ist er mir neu. Weil im Original gab es ja hier nichts nach rechts, aber hier ist bloß ein Speicherpunkt. So. So. Das Ungeziefer vernichten wir mal ganz schnell. Jetzt nicht vergessen, wir haben ja hier noch den einen Gegenstand. Achso, wo sind wir denn jetzt? Oh, jetzt nach unten springen müssen wir aber nicht, oder? Das ist Blödsinn. Ihr habt das ja schon mal gesehen. Da unten ist auch, glaube ich, gar nichts. Also. Und das ist auch geil. Es gibt hier Wandsprung. Den vermisse ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen in Metroid 1. Hätten sie mal schon irgendwie einfügen können. Aber naja, gut, okay. Das erste Mal kam es dann erst in Super Metroid vor. Das ist sowieso, finde ich, ein overgeiles Game, weil das hat halt einfach alles. Verdammt. So, wartet mal. Und, das war ein Fehler, ich hab was vergessen. Ach nö, ich kann das Ding ja hierher holen. Genau. Oh, verdammt. Und hier haben wir nämlich wieder einen Energietank. Jetzt sind wir schon mal ganz gut ausgerüstet. Damit sind wir hier auch schon durch. Und wir kriegen jetzt auch, glaube ich, keine weiteren Informationen mehr, oder? Ich weiß gar nicht. Und wenn man ganz kurz guckt, guckt mal da oben rechts, das Abteil rechts oben. Das haben wir in
Metroid 1 nie, das Ding, Abteil gab es auch, aber den haben wir da uns nie geholt, weil wir da nie hin mussten. Weil da ist nichts gewesen, da waren die gleichen Räume wie hier. Oh, was passiert jetzt? Weltraumpiratenschiffe. Ah, Ridley. Du brauchst gar nicht so grimmig gucken. Ups, jetzt bin ich, Entschuldigung, jetzt bin ich gegen den Mikrofonständer gekommen. Naja. Okay. Was ist hier? Wow. Okay, wir haben das erste geschafft. Man sieht, bricht hier auch leer alles auseinander. Was ist denn hier nochmal gewesen? Ach, eine Informationsstelle. Also wieder rein theoretisch recht sinnlos. Jetzt sollen wir wieder nach Norfair. Ja, also den Bereich kennen wir. Da müssten wir uns eigentlich rein theoretisch den High Jump jetzt abholen. Demnächst. War hier irgendwas? Ne, ich glaube hier war gar nichts, weil hier ist nur eine Informationsquelle gewesen. Also wieder raus. Nein. Aber jetzt haben wir ja den Speed Booster, wa? Jetzt könnten wir ja rein theoretisch das eine Ding machen, was ich so schwer finde. Aber gut. Wir müssen ja eh jetzt nach Norfair, wa? Ja. Machen wir's. Hier könnte ich rein theoretisch doch auch. Ah, hier krieg ich nicht genug Speed drauf, oder? Nee. Ha! Haben sie mies gemacht. Schön. Komm ich nicht. Hier könnte ich mich nicht mit den Speed Boostern nach oben schießen. Ach, was mache ich denn hier? So, ich will aber mal speichern nochmal. Sicher. Einer verreckt bei den Crate, ey. Mann, das nervt mich jetzt schon wieder. Dann muss ich ja bei Ridley aufpassen. Ach Mann, ey, diese Viecher. Aber Ridley ist auch nicht ohne rein, theoretisch. So, genau das hier meint. Ich werde mal gucken. Kürzen wir mal ab. Wird so episch schwer. Sorry, Freunde, falls es jetzt wirklich ein bisschen Part in Anspruch nimmt. Ich gebe mir Mühe. Aber ich muss dafür ruhig sein. Wartet mal, wie war denn das? Genau, ich muss. Jetzt muss ich kurz mal ein bisschen. Ach, verdammt, hat schon mal nicht geklappt. Jetzt habe ich schon so schnell nach unten gedrückt. Okay, wir müssen erstmal einen Speed Booster aufladen. Hat schon wieder nicht geklappt. Deswegen sage ich ja, das dauert vielleicht einen Moment. Nein! Aber was? Ich habe 5-mal springen gedrückt, aber er ist nicht gesprungen. Gut. Upsala. Der Part ist schon vorbei, aber ich würde es eben nochmal probieren. Oh, das ist ganz schlecht. Er springt nicht. Was ist denn das? Ich drücke immer springen. Ah, es geht, das geht jetzt nicht. Ich habe nichts gesagt. Freunde, ist das schlecht. Ich brauche den Balljump dafür. Also dafür den Highjump. Dann kriegt man hier nämlich auch den Balljump. Den habe ich ja noch gar nicht. ja. Dann kann ich das natürlich ewig probieren. Das wird natürlich nicht funktionieren. Mein Gott. Also können wir das erst nach dem Level hier machen.
Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.